Mit dem Direktzug Moskau-Paris hat die russische Eisenbahn ein attraktives neues Angebot geschaffen. Vom Moskauer Bahnhof Belaruski geht es los und auf 3000 Kilometern durch 5 Länder: Russland, Weißrussland, Polen, Deutschland und Frankreich. In der umgekehrten Richtung ist auch die Kombination mit der Transsib eine interessante Option. Man muss in Russland nur den Bahnhof wechseln und kann gleich weiterfahren bis Peking oder Vladivostok am Pazifik. Die neue Verbindung wird 5-mal pro Woche angeboten und ist zum Weihnachtsgeschäft 2011 schon in Betrieb. Bis Neujahr waren jedoch schon zum Start alle Tickets ausverkauft. Die 38 Stunden Fahrzeit klingen zwar für Mitteleuropäer recht lang, russische Fahrgäste sind jedoch ganz andere Reisezeiten gewohnt. Der Fahrpreis liegt zwischen 330 und 1050 Euro, letztes in der Luxusklasse mit eigenem Bad. Die längste Direktverbindung Europas ist Moskau-Paris aber übrigens nicht. Diesen Titel trägt die Strecke von Moskau nach Nizza, also ebenfalls eine französisch-russische Reise. Wer als EU-Bürger mitfahren will, sollte jedoch die Transitvisumpflicht für Weißrussland nicht vergessen.